Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Freimuth, Herr Dr. Berger, ich bin ja jetzt Ihren Ausführungen zum Haushalt auch sehr geduldig gefolgt, habe aufmerksam zugehört. Aber ich muss sagen, es ist mir nicht ganz leicht gefallen, dabei die Kontenance zu bewahren. Denn leider sind Ihre verbalen Einlassungen, die Sie heute in die Debatte einbringen, mehr als erbärmlich. Die Aneinanderreihung von Plattitüden, ja diese Plattitüden, die sich auch seit Jahren wiederholen, die QVM, die Grundfinanzierung, die Hochschulfreiheit, das kennen wir ja nun jetzt wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist schlichtweg kalter Kaffee, den Sie uns hier servieren wollen. Und da, wo Sie anprangern, dass zu wenig Geld im System sei, sagen Sie auch gar nicht erst, wo es herkommen soll, geschweige denn, dass Sie es bis jetzt überhaupt geschafft hätten, uns einen entsprechenden Antrag vorzulegen. Und selbst wenn man Ihnen Ihre Oppositionsrolle im Landtag zugutehalten muss, so erwartet man doch bei dieser wichtigen Aufgabe, bei der wichtigsten Aufgabe des Parlaments, eben der Beratung über den Haushalt, dass Sie hier zumindest qualitative Mindeststandards einhalten. Und das ist aber, wie in den vorangegangenen Jahren, auch heute eben nicht der Fall. Ich will aber auch auf einige Ihrer Behauptungen eingehen. Und wenn Sie sagen, die Grundfinanzierung der Hochschulen sei nicht ausreichend, möchte ich Ihnen gerne folgende Fakten entgegenhalten. Erstens, der Wissenschaftsetat steigt in diesem Jahr um 431 Millionen Euro auf mehr als 8,2 Milliarden Euro an. Und das sind sage und schreibe 41% mehr Mittel als zu Ihrer Regierungszeit. Zweitens, während der Landeshaushalt um 3,7% ansteigt, liegt die Steigerung des Wissenschaftshaushaltes bei über 5,5%. 5 Milliarden Euro gehen an die Hochschulen, 1,1 Milliarde fließt in die Hochschulmedizin, 705 Millionen Euro verausgaben wir für die Forschungsförderung und 640 Millionen Euro für die Förderung der Studierenden. Das Land Nordrhein-Westfalen gibt so viel Geld für seine Hochschulen aus wie noch nie. Das ist die schlichte Wahrheit. Und wer jetzt meint, hieraus erwachse auch keine größere Verantwortung, sowohl für das Land als auch für die Hochschulen, der nimmt auch seine politische Aufgabe in diesem Parlament nicht ernst. Denn Ihr Vorwurf einer vermeintlichen Rücknahme von Hochschulautonomie durch das Hochschulzukunftsgesetz ist in diesem Zusammenhang mit der Verdoppelung der Mittel vollkommen absurd. Und deshalb ist es auch noch einmal wichtig festzuhalten, dass das Hochschulzukunftsgesetz die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Land deutlich gestärkt hat. Ich nenne einmal den Rahmenkodex, ich nenne auch den Landeshochschulentwicklungsplan. Und diese erfreuliche Entwicklung, der Kollege Bell hat das ja eben zitiert, hat uns ja auch Professor Prenzel, der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, kürzlich in Bielefeld nachdrücklich bestätigt. Und Ihre Rechenbeispiele, was die Qualitätsverbesserungsmittel und die Ausgabenfinanzierung pro Studierender angeht, sind ja immer selektiv auf einzelne Töpfe bezogen. Das ist ja Ihre Strategie. Und Sie lassen die Gesamtfinanzierung für Lehre und Studium außen vor. Dabei sind im Vergleich zu 2010 in Nordrhein-Westfalen besonders hohe absolute Steigerungen alleine an Landesmitteln, beim Hochschulpakt. Das sind plus 378 Millionen Euro bei den Globalbudgets der Hochschulen, plus 289 Millionen Euro für die Globalbudgets, 378 beim Hochschulpakt und Qualitätsverbesserungsmittel plus 249 Millionen zu verzeichnen. Und alle diese Mittel kommen natürlich auch den Studierenden zugute und gehören damit zur statistischen Wahrheit dazu. Und auf dieser Grundlage würde sich dann eben auch im bundesweiten Vergleich ein ganz anderes Bild ergeben. Und ich kann nur sagen, wer sich angesichts dieser Dimensionen über rund 50 Millionen Euro an Kompensationsmitteln, das haben Sie ja errechnet, echauffiert, der betreibt an dieser Stelle Erbsenzählerei. Aber wenn Sie ehrlich sind, verfolgen Sie ja auch ein ganz anderes Ziel. Tatsache ist doch, dass Sie mit Ihrem Vorwurf einer nicht ausreichenden Studienfinanzierung die Debatte über die Wiedereinführung der Studiengebühren klammheimlich anheizen wollen. Und ich erinnere daran, zu Ihrer Regierungszeit haben Sie doch überhaupt kein eigenes
kein eigenes, kein Landesgeld für die Qualität der Lehre in die Hand genommen an dieser Stelle. Ja, da gab es doch gar keine Qualitätsverbesserungsmittel. So, da wurde vielmehr den Studierenden und ihren Eltern in die Tasche gegriffen. Das war doch eine rein private Finanzierung von der Seite. Aber genau, wenn Sie dieses Ziel für die Zukunft weiter propagieren wollen, dann sollten Sie das den Menschen draußen auch deutlich vermitteln und nicht versuchen, durch die Hintertür hier die Studiengebühren wieder zu propagieren. Und auch den Forschungsbereich, den Sie eben erwähnt haben in Nordrhein-Westfalen, lassen wir uns von Ihnen keineswegs schlecht reden. 2011 bis 2013 erhielt NRW gut ein Fünftel der Fördergelder der DFG. Das sind 1,24 Millionen Euro. Und damit liegt NRW an der Spitze der Bundesländer. Von den nordrhein-westfälischen Hochschulen ist die RWTH Aachen mit 272 Millionen Euro noch immer die erfolgreichste. Bundesweit liegt Aachen damit auf Platz 3. In der Einwerbung von Mitteln für die Natur- und Ingenieurwissenschaften liegen die Universität Bonn und die RWTH Aachen bundesweit jeweils auf dem ersten Platz. Und das sind doch die Qualitätsstandards, über die wir heute hier auch an dieser Stelle reden. Und nicht zuletzt ist uns auch die Förderung von Innovationen, Herr Berger, aus den Hochschulen heraus ein wichtiges Anliegen. Insbesondere die kooperative Forschung zwischen Fachhochschulen und kleinen und mittleren Unternehmen zur Erreichung von Innovationen und neuen Produkten kann eben durch maßgeschneiderte Förderprogramme des Landes schneller und zielgerechter gefördert und der Transfer in die Wirtschaft effizienter gestaltet werden. Und daran haben wir in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet. Wir haben verschiedene Anhörungen mit Expertenrunden gehabt. Das wissen Sie ganz genau. Und deshalb muss ich feststellen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, Ihre Einlassungen zum Haushalt 2016 sind weder ein seriöser Beitrag zur Einhaltung der Schuldenbremse, noch tragen Sie auch nur ansatzweise dazu bei, die Hochschulen bei der Bewältigung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben zu stärken. Unabhängig davon, dass nicht mal ein einziger Antrag von Ihnen hier heute vorliegt, der irgendwie eine konzeptionelle Idee auf den Tisch legen würde. Wir haben es geschafft, zusammen mit den Hochschulen den gewaltigen Kraftakt doppelter Abiturjahrgang reibungslos über die Bühne zu bringen. In der mittelfristigen Finanzplanung haben wir sichergestellt, dass für die weiterhin hohe Zahl von Studienanfängerinnen und Studienanfängern bis zum Jahr 2023 ausreichend Studienplätze zur Verfügung stehen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass die bislang befristeten Zusatzfinanzierungen durch die verschiedenen Bund-Länder-Pakte künftig auf eine andere solide Grundlage gestellt würden und der Bund sich an einer dauerhaften Finanzierung unserer Hochschule beteiligt. Deshalb begrüßen wir es auch sehr, dass sich kürzlich auch die LRK der Universitäten unserer Forderung nach der Verstetigung des Hochschulpakts angeschlossen hat. Und vor diesem Hintergrund wäre es sicher lohnenswert, wenn Hochschulen, Regierungskoalition, Opposition und wir gemeinsam eben an einer konstruktiven Lösung im Sinne des Wissenschaftsstandortes NRW arbeiten würden. Hierzu möchte ich Sie herzlich einladen. Vielen Dank.